Hallo liebe SUP-Freunde und herzlich willkommen zu unserer SUP-Tour hier am Möhnesee. Los geht es, wie ihr schon gesehen habt, am Möhneseeturm. Am Rande des Sauerlands gelegen, zählt der Möhnesee zu den schönsten Seen in NRW. Vor mehr als 100 Jahren wurde er angelegt und auch die Kriegsgeschichte ging nicht ganz an ihm vorbei. Auch wenn die ein oder andere SUP-Form an Torpedos erinnert, so ist der Aufenthalt am Möhnesee mittlerweile der reine Genuss. In der Übersicht schön zu sehen die Ein- und Ausstiege mit Parkplätzen in der Nähe. Da sich der See für ein komplettes Wochenende anbietet, hier noch die Campingplätze. Wer kein eigenes Material hat, bekommt bei den drei Leihstationen um den See das, was er sucht. Auf dem See kann man kostenlos paddeln, was nicht bei allen Talsperren in NRW selbstverständlich ist. Was aber etwas kosten kann, sind die Knöllchen, wenn ihr in die Naturschutzgebiete und zu gewissen Zeiten in die gelb markierten Laichzonen einfahrt. Gehen wir näher ins Detail und schauen uns die für uns interessanten Einstiege direkt gegenüber an. Am Südufer unser heutiger Einstieg, den ich nur für suboptimal halte, weil er recht steil am See nach unten geht. Wir hatten heute leider keine Wahl, denn es ist Sonntag und wir fanden außer am Turm keinen Parkplatz mehr für unser Wohnmobil. Wer früh dran ist, fährt zum Nordufer an den Seepark. Hier gibt es einen optimalen Einstieg und alles, was ein Paddlerherz begehrt. Ihr werdet euch wundern, warum wir jetzt an einem komplett anderen Parkplatz stehen oder Aufbauplatz stehen. Und zwar, wir sind schon am nächsten Tag. Anja und ich, wir waren heute noch schön wandern und sind jetzt nochmal zum Baden hier rüber auf die Nordseite des Sees gekommen. Hier sind wir jetzt quasi am Seepark. Hier kann man wunderbar parken, aber auch wunderbar aufbauen und in den See nach unten gehen. Das sind nur ein paar Meter. Hier hat es alle Annehmlichkeiten, die man braucht. Es ist hier sogar eine Toilette vorhanden. Der Zugang ist bis auf die Tagesparkgebühr von 6 Euro komplett frei. Bevor es aber losgehen kann, erstmal das Board aufpumpen. Anja ist zum Glück gut trainiert, aber die finalen 15 PSI übernehme ich. Und jetzt ab ins Wasser. Der Möhnesee wird auch Westfälisches Meer genannt. Und bei Vollstand hat man hier über 1000 Hektar Wasserfläche, wo wir genau das machen können, was wir lieben. Wie immer lasse ich für euch meinen Trecker mitlaufen, um die Tour 1:1 wiederzugeben. Wer sich die Tour aufs Handy laden will, kann sich hier oben rechts den QR-Code scannen. Die Tour geht vom Einstieg an über die rechte Seite, unter der Brücke durch und dann in den verjüngenden Teil der Talsperre hinein. Wir müssen mal schauen, wie weit wir kommen. Anja ist nämlich ein bisschen lädiert. Vor lauter Freude gestern bei einem Wiedersehen hat ihre Freundin sie so stark gedrückt, dass sie, glaube ich, eine Rippe angebrochen hat. Und deswegen fahren wir heute im kleinen Gang. Und während wir gechillt am Ufer entlang paddeln, gibt es mal die kompakten Tourdaten. Hier im Hintergrund eine der Stand-Up-Paddle-Leihstationen hier am See. Ihr habt ja in der Karte vorher gesehen, wo ihr hier überall Material bekommt. Nach der Segelschule wird es grün am Ufer. Alles an Bäumen steht hier im Wasser.
und für einen Kilometer lang gibt es keine Möglichkeit, aus dem Wasser rauszukommen. Ja, wirklich schöne Grundstücke und schöne Häuschen hier direkt am See. Gefällt uns bisher sehr gut, die Tour. Ihr seht das Segelboot hinter mir flitzen. Was bedeutet das? Der Wind setzt ein. Ja, das muss man hier auf einem großen See immer auch ein bisschen auf dem Schirm haben, dass hier nachmittags eine Thermik einsetzen kann bei schönem Wetter, auch wenn nichts gemeldet ist. Ich habe vorher die Windvorhersage gecheckt in dieser Gegend, null Wind gemeldet, aber ihr seht, in kleinen Böen wird man doch ganz schön flott auf dem Wasser. Wir sind jetzt an der, am Damm angekommen, wo auch die Autos wieder den See überqueren können. Und unser Durchgang ist hier vorne. Anja hält schon genau drauf zu. Und damit ihr auch im Allgemeinen auch immer wisst, was als nächstes kommt, schaut auf meinem Insta-Kanal vorbei. Denn dort gibt es jede Woche eine Vorschau auf das nächste Abenteuer. Nach der Durchfahrt geht es wieder Richtung südliches Ufer. Bisher der einzige Wermutstropfen, ihr habt es ja auch gerade gehört, ist der Straßenverkehr. Im Speziellen jetzt heute auch mal gerade die Motorradfahrer, die diese Strecken hier im Sauerland natürlich auch nutzen und mal ihren Spaß auf der Straße haben wollen. Was haben wir denn da für eine süße Ecke aufgetan? Das sieht ja toll aus. In dieser Bucht lässt es sich aushalten. Nee, war top, das schön. Ja, immer mit am Start, ein Schluck zum Trinken. Gerade wenn es über 2 Stunden geht, Flüssigkeit ganz wichtig. UV-Schutz, eine Mütze am besten, ein paar Badelatschen, wenn ihr doch noch mal kurz irgendwie an Land wollt. Und einfach die Basics. Ihr kennt das ja von meinen Touren, Besonderheiten und Tipps. Da hinten ist schon die Kanzelbrücke zu sehen. Da fahre ich jetzt auch noch mal schnell hin. Ein bisschen oberhalb der Kanzelbrücke ist jetzt Schluss. Ab hier kommt das Naturschutzgebiet und die Sperrzone. Und für uns geht es jetzt auf den Rückweg auf der anderen Seite. Den nächsten Kilometer reiht sich ein Seehäuschen an das nächste, was die Strecke am Nordufer natürlich recht abwechslungsreich macht. Wer sich die Ein- und Ausstiege sowie alle wichtigen Seeinfos ausdrucken möchte, findet einen Link zu einem PDF in der Videobeschreibung. Auch unsere Sicherheit hier am See ist garantiert, denn hier vorne ist die DLRG-Station. Ihr hört es schon am Geschrei. Es geht aufs erste Strandbad zu. Hey.
Hallöchen. The White House of the Möhnensee. Wer sich über die Wasserqualität der Möhne informieren möchte, kann unten in der Videobeschreibung ebenso den Link zum Land NRW drücken. Die Wasserqualität der Möhne ist sehr, sehr gut. Das ist ein schönes, klares Wasser mit einer hohen Qualität. Der östliche Teil der Möhne ist gemacht. Wir steuern jetzt wieder zu auf den Durchgang hier vorne, um auf den mittleren Teil der Möhne zu kommen. Hier haben wir eine wunderbare Einsatzstelle auch für Motorboote oder für Kajaks, Kanus. Nach der Slipanlage wird das Nordufer wieder grüner und für mich ist es Zeit, mal auf Tauchstation zu gehen. Ich war tatsächlich in der Vergangenheit ein schlechtes Vorbild und ich gelobe Besserung, was meine Tragegewohnheiten der Leashbahn betrifft. Und ich sehe mich da schon auch in dieser Verantwortung, vor allem nicht nur in der Verantwortung, sondern auch in dem, dass es wirklich Sinn macht, die Leash zu tragen. Ich will da jetzt auch gar kein Fass aufmachen, aber es gibt kein wirkliches Argument gegen die Leash. Und das möchte ich hier einfach nochmal kundtun, weil ich habe nämlich einige Leute hier auf dem See gesehen, die absolut ja, schmerzfrei, ohne irgendeine Sicherheitsmaßnahme unterwegs sind. Wir haben ja immer noch die Rest-Tubes dabei. Wenn es jetzt zum Beispiel auf den Fluss gehen würde, hätten wir auch noch ein paar Schwimmwesten dabei. Aber ohne Leash und ohne Rest-Tube auf einem See, ja, bin ich dabei, ist grob fahrlässig. Am Seepark vorbei sind wir auf dem letzten Kilometer der Tour. In Anbetracht des Gegenwinds haben wir uns jetzt entschieden, wieder zur anderen Seite des Ufers zu schippern, wo unser Busschen steht, und es für heute ja, zu Ende zu bringen. Unser Einstieg bzw. jetzt auch das Ende der Tour ist einfach anzupeilen. Ihr müsst einfach nur auf den Turm zufahren. Ich hoffe, euch hat unsere Tour gefallen und wenn ja, lasst mir gerne ein Like da und bestenfalls macht ein Abo. Wem es besonders gut gefallen hat, der darf mir auch gerne über den Spendenlink in der Videobeschreibung 50 Cent in der Kaffeekasse hinterlegen. Ich freue mich! Bis zur nächsten SUP-Tour!